Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Mal wieder die Zwerge, mal wieder Thorgrim Grollbart. Da ist er. Send me zur Vengeance. Also bitte beamt mich auf das Raumschiff, das Vengeance heißt. Ja, Vengeance, genau. Star Trek. Into Darkness für einen kleinen Exkurs an dieser Stelle. Wir haben beim letzten Mal die Schmiede des Büchsenmachers in Auftrag gegeben. Die gibt uns, wo ist es, da ist es, eine Kanone und Musketenschützen vor allem. Damit werden wir Thorgrims Armee da nur mal ein bisschen modifizieren in zwei Runden. Weil, Gold. Mehr braucht man dazu nicht sagen, einfach nur Gold. Und Schwarzfels, also und Grünhäute, aber primär Gold, Zaster. Das ist wichtig. Immer wichtig. Immer wichtig. Da geht sie die Garnison noch nicht aus. Der Furgil kriegt noch einen weiteren Zweihandkrieger. Da brauchen wir 4800 Zaster, dass wir Karasakarak ausbauen können. Ja, viele Sachen zum Bauen und wenig Geld, so wie es halt immer ist oder meistens ist. Aber die Runde war soweit erledigt, der Thorgrim bleibt da stehen, um die Beliebtheit zu pushen. Schauen wir in die nächste Runde. Bam, 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 bam. Mhm. 1400, das ist doch sehr schön. Da unten war in weiterer Folge jetzt einmal noch nichts los. Wer sind die? Das sind die Harkloten. Mit denen sind wir im Krieg, das passt. Dann komm du. Komm du nicht, aber weil du brauchst auch eine Kanone. Wenn wir dir jetzt keine Kanone geben, dann dauert es wieder ewig, bis wir wieder irgendwo hinkommen, wo eine Kanone. Wo eine Kanone einfach so in der Wildnis so weit umsteht, ne? Da können wir die Eisenminen ausbauen. Das bringt ein bisschen Geld und ein bisschen mehr Handelsressource. Oder da die Garnison in Dokkaras. Da der Furgil dann in die Richtung unterwegs sein wird, riskieren wir es, die Eisenfelsen auszubauen. Geben wir denen den Vorzug. Gibt es noch irgendwas Diplomatisches, das irgendwie ein bisschen sinnig ist? Haben wir mit euch einen Handelsvertrag, genau, Zufbar und Barakwar. Karakieren. Okay, können wir nicht. Mit Karakieren handeln. Wie schaut es in Richtung Imperium aus? Mit denen ist AK-Handel drin. I will hear what you have to say. Okay, aber mit denen haben wir schon den Nicht-Angriffspakt. Die Grenzgrafen. Gut, die mögen uns, weil wir uns mit den Grünhäuten anlegen. Das ist jetzt aber nicht unbedingt eine Überraschung. Okay. Geld investieren tue ich für das jetzt einmal noch nicht. Das brauchen wir dafür viel zu dringend, als dass wir es der KI in den Hintern schieben. Nicht mit mehr, nein. Ja, da müssen wir Attentat verüben, okay. Und den Kerl da unten, ja. Liegt eh alles auf der Eroberungsroute, die wir brauchen. Aber für die Runde gibt es jetzt trotzdem nichts weiteres zu tun. Ja. Schauen wir weiter. Bupi, 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 bupi. Es ist übrigens gerade Samstag, also der Part wird wahrscheinlich relativ zeitnah dann zu meinem Aufnehmen online kommen.
Ich habe diese Woche schon ziemlich ein paar Parts davon raufgeschmissen, war ziemlich geil, endlich einmal was in der Hinterhand zu haben, das man ausbuttern kann, rausfetzen. Das hat den Doc erfreut. Gut, du kriegst ein Kanönchen. Du marschierst über die Grenze und bekommst ebenfalls ein Kanönchen. Mhm. Gut, ist eher nur gegen große Feinde, nicht gegen Infanterie, aber ist ja egal. Der Geschossschaden ist natürlich mehr, die Reichweite ist gleich. Jo. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. 2 Punkte Überschuss. Soll heißen, dafür brauchen wir wieder das nächste Geld für eine Zwergenfeste. Du kannst aber trotzdem einmal Wachstum ausbauen. Genau. Kasu machen, Kasu nicht. Wir machen einen Speicherer. Und der Horst, der dritte Zwerg. Exaktamente. Gut, dann wieder 2 Runden warten. Vielleicht beziehungsweise mal checken, wie es mit der öffentlichen Ordnung in Karasakarak ausschaut, weil das ja auch ein Groll ist. Okay, die Rotzähne sind hinweg. Ah, wir haben einen Fan, super. Optimalstens. Da kriegen wir plus 10 momentan, weil der Kerl da herinnen steht. Vermute ich mal. Was kannst du eigentlich, wenn du entzündet wirst? Ah ja. Dann mach das gleich mal. Plus 15, super. Guti, guti, guti. Okay, dann haben wir noch 1.500. Die geben wir da in die Garnison hinein. Und eine Technologie. Raketen pushen ist sicher okay, sicher gut. Geschossschaden sowieso. Reichweite für die Eisendrachen. Gradierungskosten für Langbärte. Wie haben wir das da? Okay, das sind die Langbärte. Langbärte mit 2 Waffen und Fans. Genau. 3600, wieder eine Frage des Geldes. Wer hätte es gedacht? Das pusht das Einkommen auch nochmals. Forschungsrate ist immer nur auf 100%, das kann ich dann auch gleich noch schauen, was da... ...die Forschungsrate pusht. Beziehungsweise... Musketenschützen für dich. Hm. 3, 4, 5, 6. Na, lassen wir einstweilen mal aus. Du kannst dir. Okay, kannst du nicht, weil wir kein Geld haben. Nächste Runde. Okay. Ein Level Up beim Thorgrim. Ah, endlich tut sie wieder mal was. Gut, der Hagnoten ist beschäftigt mit Barak Avar. Beziehungsweise Blödsinn mit Ekron. Das gehört ja, das ist ja das Wappen der Grünhäute heute.
Der Runenschmied. Dämpfe mir den Rüstungswert und du kannst gleich wäre eigentlich fast sinniger, da von hinten einzufallen. Goblin, Steinschleuder, Ork, Wildschweinreiter, Schwarzorks, Trolle und einen Haufen Spickerschützen. Aber ja, mit den Kanonen können wir auf jeden Fall dann die Mauern ein bisschen besser einschießen, dann können wir uns vielleicht ja sogar mal eine Belagerung genehmigen. Das ist ja auch was wert, ne? Du gehst mir in den Gewaltmarsch und marschierst nach Süden. So, da kriegen wir jetzt plus 7. Das heißt, der Kerl bleibt noch eine Runde stehen. Fragezeichen. 5 Punkte waren das, genau, dann bleibt noch eine Runde stehen. Da Gluckzack, Gorspucker. Ich kann es nicht oft genug betonen, wie cool ich diese Namen finde. Karakasul. My throne stands ready. Do not disappoint me. Ihr bezahlt uns da doch sicher einen schönen Preis dafür. Vielen Dank. Den werden wir aber eher sogar sparen. Das Zasterchen. Ja. Nächste Runde. Geht gerade noch ein bisschen leichtfüßiger dahin, aber, oder ein bisschen fader dahin, aber es wird schon die Action wieder kommen. Ne? Ja, was sage ich? Ist zwar nur Halfstack die Popel, aber trotzdem. Action ist Action. Und wir haben die ersten Schießpulvereinheiten. Endlich. Also das hat jetzt ordentlich was ausgemacht. Super. Und wir haben Zaster. Wir haben Zaster. Na, 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 na. Steckt man das in Karasakarak? Jo, ich denke schon. Ich denke schon. Zehn Siedlungen. Dürften aber mit Gott und der Welt im Krieg sein, ja, Baragwar, Karak Azul, Clan Angrund und uns natürlich. Genau, Grimgorg. Grimgorg himself, Gorg. Dann belagern wir bitte. Warum geht das nicht? So, da haben wir mittlerweile plus 9, das heißt wir haben plus 4, wenn du dich schleichen tust. Oder? Ja, passt. Was kannst du eigentlich? Du kannst Garnison angreifen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ready. Wäre jetzt interessant zu wissen, was der Kerl vorhat.
Weil wenn er sich da mit 7 Einheiten ordentlich Verschleiß auflegt, dann wird er Doc Haras mit der Garnison nicht klein kriegen. Aber wir marschieren ihm mal entgegen. Im Idealfall irgendwo hin, wo wir keinen Verschleiß kriegen. Ja, passt. Schaut dann fast so aus, als wird es mit der Belagerungsschlacht von Schwarzfels erst im nächsten Part was. Aber wie gesagt, Armee aufbauen gehört zu Total War auch dazu. Armee umgruppieren gehört zu Total War auch dazu. Was soll man sagen? Er fertilisiert sich. Ah, Karakasul wird schon belagert. Okay. Und wieder ein paar Grölle. Ein Groll, zwei Grölle. Genau, der hat uns die Bewegungsreichweite reduziert, dann scheinbar. Hast du gut gemacht. Okay. Da fressen wir zumindest keinen Verschleiß. Und du rennst nach Schwarzfels. So, und du belagerst. Wir werden da zwar noch recht schlecht geratet, aber wenn der Thane dann kommt, Dateien oder wie auch immer man das ausspricht, dann haben wir vielleicht ein bisschen günstigere Chance. Und da spiegelt mein Laptop-Bildschirm. So, jetzt geht's. Ja, bringt jetzt eigentlich nichts, wenn wir die Belagerung für einen Thane zum Angreifen dann eh wieder aufheben, aber ist egal. Mach mal den Rambock. Ein Bockilein. Es wird vermutlich dann der Name für den dritten, falls wir die Band, falls der Rock und ich den Kanal jemals um eine dritte Person erweitern. Dann hätten wir dann vermutlich sowas wie Rockyline, Dockyline und Bockyline. Klingt doch auch nett, finde ich. Tick, Tick, Trick und Track. So ein bisschen so ähnlich. Gut, passt. Horst, der vierte Zwerg. Nächste Runde. Jo. Ist ja dann auch schon 5 Jahre alt, das Spiel heuer. Gerade wenn man es in. Okay, Karakasul ist weg. Gerade wenn man es in Kombination dazu setzt, dass sie heuer Warhammer 3 raushauen, kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl, dass Creative Assembly einen ziemlich schönen Overall-Plan verfolgt. Einen schönen Release-Plan. Wann sie was bringen. Und wie gesagt, alle drei Karten zusammenwerfen auf 1 für einen weiteren DLC. Ja, ja, ja. Das wird an Epicness schwer zu überbieten sein. Da werden wir dann wieder auf ewig nicht vom Bildschirm, vom Zocken wegkommen, ne? Karak 8 Gipfel. Ja, den Spaß überlasse ich mal Barakwar da drüben. Wir kümmern uns mit dem Feldzug um diese Gegenden. Ja. Du kannst in der nächsten Runde ran. Äh.
Geld wird wieder gespart. Und wieder nächste Runde. Da verschwindet er wieder, wieder tiefer in die Wüste rein, wieder tiefer dorthin, wo es jede Menge Verschleiß gibt. Okay. Barakwar hat es versaut. Danke, Barakwar. Ach Gott. Einer unserer Verbündeten, ein einflussreicher Dawi, der in mehreren Gildenräten sitzt, hat durch eine schändliche Tat den Namen seiner Familie entehrt. Er sollte den Slayer-Eid ablegen und ins Exil gehen, wodurch wir jedoch auf seinen Einfluss verzichten müssten. Schimpf und Schande. Wir brauchen seinen Einfluss, der Familienstolz kann warten. Minus 10 mit Barakwar, dann nehmen wir dann doch Schimpf und Schande. Minus 9, juhu. Alles klar. Okay. Eisenfelsen bitte ausbauen, weil die mitten zugänglich in der Ebene liegen. Also die sind nicht durch die Berge geschützt wie Charakteron da oben. Okay, passt. Dann brich du mal ab, damit du ran kannst. Okay, wir bauen die Eisenfelsen nicht aus. Es sei denn, wir können uns noch irgendwas von irgendwoher an Geld ercheaten. Okay, jetzt erst einmal. Okay, da kann nur einzeln ein. Ich hab mir gedacht, der kann alle angreifen. Dann greife den Kerl an. Martial. Einheiten angreifen. In der Armee. Es wäre jetzt spannend, ob wir mit dem kämpfen sollen oder nicht. Cool wäre es schon, aber sollen wir den Kerl da rausnehmen dafür? Ja, pushen tut der nämlich schon, so ist es wieder nicht. Ja, du wirst mit zum Klingenmeister. Und du. Wird das funktionieren, wenn ich den auflöse und dass der Fan dann, dass der Drong dann seinen Platz kriegt, wenn er belagert? Also, dass er in die Armee reingehen kann, während er belagert? Müsste eigentlich funktionieren. Wir versuchen das mal. Du gehst weg. Du belagerst. Machst du einen Rambock? Nein, du machst keinen Rambock. Du machst Belagerungstürme.
Jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, ob es das Manöver wert war, wie viel das gebracht hat, die Einheit der Angreifer. Einnahmen pushen bitte. Was müssten wir eigentlich machen für. Okay, Technikuswerkstatt machen für Forschungsrate. Für die Forschungsrate. Für alle Stronghold-Fans eine Nachricht der Ratte. Na, wir sparen das Geld. Wir tun sparen der Geld. Horst, der Zwerg. Blub. Den Speicherer machen wir. Blub. Gut, war jetzt der eher ereignisloser Part, aber das liegt daran, weil wir, wie gesagt, unsere Armee ein bisschen umgruppiert haben. Beim nächsten Mal wird es die Action geben. Wir werden uns die Belagerung von Schwarzfels zu Gemüte führen und genehmigen. Schauen wir mal, was das wird. Bis dorthin bleibt dann an dieser Stelle nur noch zu erwähnen. Grüß euch und Tüdelü.